Eine neue Studie über Sozialleistungen zeigt, dass der deutsche Sozialstaat immer mehr Steuergelder verschlingt, von denen vor allem die älteren Generationen profitieren. Die jüngeren Generationen haben dagegen das Nachsehen. Der Ökonom Bernd Raffelhüschen stellt klar, Reformen sind dringend nötig und zwar sofort. Der Bund der Steuerzahler begeht alljährlich den Steuerzahler-Gedenktag, an dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rein rechnerisch für den Staat arbeiten. Im vergangenen Jahr war das der 12. Juli. Dabei geht es nicht nur um Steuern, sondern auch um andere Abgaben wie Renten und Krankenversicherung. Die Studie zeigt, dass nicht alle Bürger gleichermaßen von den Sozialsystemen profitieren. Vor allem die jüngeren Generationen sind die großen Verlierer. In der Studie für die Stiftung Marktwirtschaft haben Raffelhüschen und seine Co-Autoren ausgerechnet, wie lange der Durchschnittsbürger arbeiten muss, um den Sozialstaat zu finanzieren. Das Ergebnis? Bis zum 4. April mussten die Deutschen arbeiten, um das Geld zu verdienen, das alle Bürger im Durchschnitt als Leistung erhielten. Wer vor dem 10. Oktober 1987 das Licht der Welt erblickte, kommt auf ein Plus. Das heißt, der aktuelle Barwert, also der abgezinste Wert aller künftigen Leistungen, wie zum Beispiel der Rente, übersteigt bei Personen, die älter als 36 Jahre und 3 Monate sind, die geleisteten Beiträge. Wer heute 65 Jahre alt ist, erhält über den gesamten Lebenszyklus knapp 60.000 Euro mehr aus dem deutschen Sozialsystem, als er eingezahlt hat. Verlierer sind die nach 1987 Geborenen. Vor allem die jüngeren Generationen, heute zwischen 15 und 20 Jahren, müssten im Schnitt rund 10.000 Euro mehr in den Sozialstaat investieren, als sie selbst an Leistungen erhalten. Ohne Systemwechsel werden die Sozialausgaben bis 2060 auf 40% der Steuereinnahmen steigen.